Okay, hier steht jetzt Psi-Sturm und also Psi-Storm und nicht Psi-Storm. Nee, whatever. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Stalk Anomaly. Wir sind hier in einem Warehouse. Ich bin schon mal früh aufgestanden, weil wir die Eagle-Eyed Ones unter euch werden es vielleicht im letzten Video gesehen haben, als ich im Inventory war. What the hell? Wir haben etwas gefunden, was wir für unseren, für unseren Anzug brauchen, nämlich das hier. Und das hier, das ist das, was wir nicht craften können, aus irgendeinem, meines Erachtens, unerfindlichen Grund, was unsere Bulletproof, also Ballistik-Panzerung verbessert. Und das wollen wir natürlich machen. Außerdem habe ich gesehen, dass wir das installieren können. Wir wollen also mal ein paar Sachen in unseren Suit einschrauben. Also wir bauen das hier ein, bessere Ballistik-Panzerung. Wir bauen das hier ein, Chemical Resistance, und dann bauen wir das hier ein, bessere Radiation Protection für die Zukunft. Hier haben wir das nochmal. Ja, das haben wir leider immer noch nicht. Und ich bin wieder auf die... genau, was wir heute machen wollen. Wir wollen die Aufträge zu Ende bringen, die wir beim letzten Mal gemacht haben. Und danach im Dark Valley vorbeischauen, bei der Bandit Base. Und da werden wir vermutlich eher mit dieser Ammo arbeiten müssen. Könnte ein bisschen optimistisch sein, was es fehlt, sollte ich noch mehr mitnehmen. Na gut, also wir machen entweder craften erstmal. Also das, das, das und das. Und mit craften meine ich upgraden. Hallo? Ich wäre dann soweit, danke. So, im Advanced, das Ding. Also, wir wollen das einbauen, das einbauen und das einbauen. Okay. Dann wollen wir noch ein bisschen Muni mitnehmen. Also erstmal kann das wieder hier bleiben. Und ein bisschen Muni mitnehmen. In erster Linie okay, haben wir noch alte. Slugshells haben wir noch eine ganze Menge. Okay, hier war da gerade eine. Oder? Okay, und noch ein bisschen Muni für die IK. Oder noch irgendwas Altes, Altes, Altes. Mal die Alten verballern. Nö, nö, nö. Ach, das wird schon reichen. So, also wir haben noch an Aufträgen zu erledigen. Das Ding. Ich habe auch noch irgendeinen Auftrag angenommen von auf dem Rückweg für irgendwie Defend Rostock oder so. Da war, sollte man hier Bandit killen. Aber der hat sich selber gekillt, beziehungsweise wurde von Duty gekillt. Der, die Quest hat sich quasi selbst erledigt. Da können wir aber noch die Belohnung einstreichen. Aber dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt mal... das Ding da, was wir uns holen sollen.
Okay. Wo genau ist das? Ganz woanders, okay. Naja. So, die Blatzhacker sind hoffentlich zu Bett gegangen jetzt. In dem Haus. Okay, na gut, dann gucken wir da mal hin. Okay. Okay, wo gehst du lang? Du gehst nicht hier lang, ne? Wir stehen hier, sie sind hier sicher, ne? Wir sind hier total sicher. Sind wir hier sicher? Okay. Ah! Verzeihung. So, jetzt sind wir alle wach. So. Es ist ein hübscher Sonnenaufgang. So, wem sollen wir das denn bringen? Habe ich schon wieder vergessen? Okay, das sind ganz unbedingt, das sind alles Sachen, die wir mal noch abliefern können. Okay. Attacked by Pseudodog in Darkscape north of the bridge. Ja gut, das dürfte dann nicht euer größtes Problem sein. Da spawnt auch ein Controller. Obwohl der spawnt an der Brücke, nicht north of the bridge. So, dann lassen wir den Kram noch hier. Das sollen wir mitbringen, das sollen wir mitbringen. Das kann hier bleiben. Wasser haben wir, das brauchen wir nicht. Ja, das sieht alles soweit ganz gut aus. Dann würde ich sagen, Waffen sind im akzeptablen Zustand. Okay, na gut. Dann 5:30. Auf geht's zu unseren Quests. Also, wir haben zunächst mal Janta, Rostock. Okay, dann machen wir das und dann gehen wir über. Ja. Okay, erst nach Rostock, dann Garbage, Janta. Zurück zu. Nach Garbage und dann nach Dark Valley. Das ist der Plan. So, mal gucken, was auf dem Weg passiert. Was das Spiel uns diesmal entgegenwirft, was uns ablenken kann. Habe ich eigentlich. Ledline Canisters, das haben wir. Okay, da ist ein Duty. Das ist gut. Dachte der Herr.
Okay. War ein bisschen in Sorge. Okay, keine Doggos hier, sehr gut. Also straight to duty. Ihr könntet den echt mal wegräumen, also wirklich. Da wir nach Yantag. Ich hätte gucken können, ob wir Artefakte. Aber ich glaube, ich habe keine Artefakte mehr. Haben wir hier irgendwas? Nope. So, dann gucken wir mal, ob du irgendwelche Patches von uns haben willst. Das ist ja immer easy money. Ja, gesehen. Morgen, morgen. Ach, der Herr, any work? Freedom Faction Patch. Gucken wir mal, ob wir 6 haben. Haben wir 6? Müssen wir. Wir haben 41. Ich glaube, das kriegen wir hin. Bitte sehr. Und mehr Stash Coordinates. Thank you. Peace. Job ist dann. 10.000 dafür, dass ich nichts gemacht habe. Aber gut. Anywork. Controller Hand. Haben wir sowas? Kannst du haben. Okay. Ja. Controller Hand. I'll do it. Job ist dann. Das war einfach. Any other work? Freedom Army Warehouses, no. Freedom Army Warehouses, no. Okay. Ich sehe schon. Moment, wollen wir. Eventuell. Das haben wir. Wenn wir nach Dark Valley wollen, haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, ich glaube, das ist okay. Wird geguckt, ob wir noch irgendwelche Wege uns erkaufen müssen. Gut, dann jetzt also nach Garbage. Morgen. Von Garbage müssen wir dann. War das von Garbage oder war das von Corden? Ja, es müsste von Garbage gewesen sein.
muss ich den richtigen Connector finden, also richtige Level-Exit. Mal gucken, ich habe mal meine Recording-Einstellung etwas angepasst. Mal gucken, ob wir hier jetzt ohne Frame-Drop rauskommen. Ja, sieht ganz gut aus. Weil mir ist aufgefallen, dass es ohne aufzunehmen, ich deutlich, also eigentlich keine Frame-Drops habe. Also unter 60. Oder nur sehr selten. Und mit aufnehmen doch häufiger. Und jetzt habe ich keine gehabt. Okay, oder nur, ja, okay, gut. Müssen wir mal danach angucken, wie die Qualität ist. Also ich meine, das womit ist nicht nötig, euch das zu erzählen, weil ihr sowieso die YouTube-Version seht und die ist ja sowieso von schlechterer Qualität, weil YouTube das ja komprimiert wie Sau. Wie ja schon mal erwähnt, aus durchaus nachvollziehbarem Grunde. Aber es ist halt kein Vergleich mit der Videoqualität, die ich auf meiner Festplatte liegen habe, wenn das Video fertig ist. Aber ich weiß auch nicht, wie groß der Unterschied wirklich ist. Wie wichtig die Qualität des Videos, des Ursprungsvideos ist, bevor YouTube es ruiniert, in Anführungsstrichen. Komprimiert. Wieso ist hier niemand? Wie wichtig das ist, ob es da große Unterschiede gibt, wenn man wenn das Ursprungsvideo in der Qualität abweicht, weil ich das Komprimieren von YouTube ist doch ziemlich rigoros. Könnte mir vorstellen, dass das Ausgangsmaterial da gar nicht so einen großen Unterschied macht. Ist aber auch egal, ich werde einfach mal sehen, wie gut oder schlecht das Ausgangsmaterial ist, wenn ich das mit diesen anderen Einstellungen aufnehme und auch wie groß die Dateien werden, weil ich tatsächlich beim Aufnehmen von Stalker das Problem hatte, dass mir der Festplattenplatz ausgegangen ist. Weil die Dateien doch sehr groß werden. Also so 50 GB. und da ist dann halt irgendwann Schicht auf meiner SSD. Jetzt wollen wir mal hier Messer raus. Genug gebrabbelt. Und Flashes schlachten. Ach guck mal, so wenig hier. Okay, warum gehe ich hier hin? Weil ich zu Butcher will. Weil ich immer zu Butcher gehe, einfach aus irgendeinem Grund. Ich glaube nicht, aber wir können mal gucken. Okay, was macht der Duty da? Okay, nee, zumindest haben wir Friendlies hier im Hangar. Das ist ja schon mal gut. Ja, da können wir gucken, ob wir Shotgun-Muni kaufen können. Das ist immer ein guter Grund, bei Butcher vorbeizugehen. Er hat einfach die besten Preise. Flashmeat, haben wir sowas? Wir haben 3 Flashmeats mehr als vorher und jetzt haben wir 9. Das reicht nicht, das ist ja bitter. Equipment, wir wollen verkaufen. Nimm alles hin. Obwohl wir gehen nach Yanta, da können wir das, glaube ich, besser verkaufen. Das glaube ich nicht. So, wir haben dich leer gekauft. Du hast noch nichts Neues. Okay, gut. Also falsch. Wir wollen nicht über... Das hätte ich fast wieder falsch gemacht. Wir wollen nicht über Agroprom nach Yanta. Wir wollen über Wild Territory nach Yanta. Und zwar über den Shortcut. Genau. Also müssen wir da raus. Gut, war fast richtig. Shave.
Ihr habt echt Schwein. Willst du das Ding haben? Versteh schon. Ja, gut. Ihr seid auch ein bisschen, also dieser schwarze Trenchcoat, der ist echt gefährlich. Das ist nämlich Bandit-Wear, by the way. Also nur so mal Fashion-Advice hier. Ne? Pilot Perks, die Fashion-Police. Das ist sehr gefährlich. Wer seid ihr überhaupt? Duties? Nee, doch, Duties, okay. Okay. Sieht gut aus. So, die Anomalie, die immer sehr freundlich zu uns war. Und ist sie wieder? Oh, du rollst runter. Das ist gut. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Nee, 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 nicht wieder hoch, nicht wieder hoch. Wo gehst du? Ich sehe dich. Hab dich. Was habe ich hier? Ein Sparkler. Sparkle bitte mal hier drin weiter und wir gucken mal, was das ist. Ja, das ist schön. Also Electrical, also Elektro-Anomalies kombiniert mit Gravitational-Dingern ist schon ganz praktisch. So, mach das Ding mal aus. Was wollen wir? Wir wollen mal eine rauchen. Haben wir irgendwo eine angebrochene Schachtel, die fast alle ist. Hier. So. Dann wollen wir mal schauen. Sparkler. So. Guide, Sparkler. Low Tier. Rupture Resistance. Und ein bisschen Electrical, das können wir verkaufen. Okay. Hat sich doch schon gelohnt, der kleine Abstecher. Das ist so ein praktischer, so eine praktische Abkürzung. Dass wir diesen dämlichen Tunnel nicht machen müssen. Okay, hier geht die Framework trotzdem noch in die Knie. Okay. Ja, ist noch nicht perfekt. Also in die Knie 50. Aber. Wenn man mit 60 aufnimmt, ist es. Sind das halt Frame Drops. Okay. So, dann jetzt zu den Scientists. Und dann müssten wir gegen Mittag hoffentlich spätestens im Dark Valley sein. Wenn wir uns hier nicht von irgendwas aufhalten lassen, was ich mal versuchen will zu vermeiden. Ich höre auch überhaupt kein Schießen und so. Ich bin. Komplett konzentriert, nur fokussiert meine ich. Konzentriert. Das wäre noch schwerer. Fokussiert hier zu unserer. Genau, zu unserem Arbeitsplatz zu kommen. Guten Tag, die Herren. Tür aufzumachen, ohne sie uns vor die Stirn zu schlagen. Zu gucken, was wir hier haben.
Snowflake wollte ich glaube erstmal behalten. Ja, okay. Ja, ich möchte mal mit dir reden. Darf ich? Danke. Bei so Equipment hier, nimm hin. Dankeschön. Okay. Job ist done. Und der andere auch. Okay, gar nicht so viel Geld gekriegt. Any work. No, Gradsforms machen wir später. Kein Marrowhorn. Weiß ich nicht, ob ich noch eins habe. Gucken wir gleich mal. Anything else? Itcher Artifact. Da habe ich, glaube ich, keins mehr. Also mit Sicherheit nicht. Das habe ich dir mit Sicherheit schon mal gegeben. Ja, ja, ja. Hier ein Itcher. So, sehe ich ja kein Marrowhorn irgendwo rumliegen. Das kein Marrowhorn. Das ist ein Chimera Claw. Das war knapp daneben. Kamerahorn ist gerade aus. Okay. Na gut. Okay, tschüss. Müsste sogar noch vor Mittag in Dark Valley sein. Da haben wir also genug. Hoffentlich fängt es dann da nicht an zu regnen, weil wir brauchen gute Sicht für das Bandit-Ding, weil da wollen wir möglichst viel aus der Entfernung machen. Wenn die anderen auch Sniper-Waffe mitnehmen können. Passt schon. Passt schon, passt schon, passt schon. Welchen Eingang den wir nehmen am besten? Den Garbage-Eingang, den ich am besten kenne. Das ist Dark Valley-Eingang, nämlich der nördliche von Garbage. Wo man üblicherweise auch Shadow of Chernobyl auch langkommt. Habe ich da gerade was gesehen? Von irgendwelchen Mutanten überrascht werden. Das wird eng. Das wird verdammt eng. Ja, Spiel, ich weiß. Okay. Ha, 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 ha.
Naja, besser jetzt, als wenn wir in Dark Valley wären. Oh, ich habe die Dinger gar nicht verkauft. Ich wollte die Mutant-Teile verkaufen für die... Ne, Scientist. Egal. Irgendwas vergisst man immer. Okay, irgendwas geht da draußen vor sich. Während eines Psy-Sturms, was eine ziemliche Leistung ist. Mal gucken, ob wir es gleich mit ein, zwei neuen Zombies zu tun haben. Ich frage mich, wo die anderen hingelaufen sind. Ist der andere Teil des Flohmarktes vielleicht auch Shelter? Sehen wir das? Ne, das sehen wir nicht, weil wir sheltert sind, ne? Weil wenn wir Seek Shelter, wenn wir die Mission haben, dann zeigt die Map uns an, was Shelter ist. Er hat üblicherweise nicht die Zeit, auf sein PDA zu gucken, aber... Das ist ein ganz schön langer Psy-Sturm. Tja, und wir haben nichts zu tun. Haben wir mal halbwegs gepflegte Waffen? Ich meine, technisch gesehen können wir das Ding. Wir haben, das macht plus 3. Nein, zu spät, aber das könnten wir so auf 100% bringen. Dann machen wir das noch, damit wir wenigstens etwas gemacht haben. So, worauf schießt ihr hier jetzt alle? Da hinten. Okay. Noch jemand? Okay. Guter Hund. Guter Hund.
Have you forgotten that I gave you money and a purpose? You want to work as an office clerk for a pay? Okay, join Freedom. Ja, ja. Okay, haben wir hier was Leckeres? Nope. Na gut. Okay, hier steht jetzt Psi-Sturm und also Psi-Storm und nicht Psi-Storm. Nee, whatever. Das ist nicht dein Ernst, oder? Fuck you. Das war fair. Das war fair. So, er hat uns natürlich noch einen mitgegeben, weil wir... Okay. Ja. Wir werden es überleben. So, wie machen wir das mal am schlausten? Ich würde sagen, wir kommen von hier. Weil das ist ja jetzt... Ich meine, der wird da, der wird direkt am Anfang stehen, oder? Können wir... Man kann es mal probieren, ich glaube, der steht da noch. Aber es ist mal interessant, es rauszukriegen, weil ich das echt nicht weiß. Ob der sich jetzt wegbewegt, ob der despawnt, was in so einer Situation passiert, wenn man das Level verlässt und direkt an der Levelgrenze ein Monster steht. Okay, oder wir killen dich. Also entweder bist du ein sehr schwacher... Oh, hallo. Ein sehr schwacher Pseudo-Giant, was du in jedem Fall zu sein scheinst. Ich scheine dich vorhin in meiner Panik ein paar Mal getroffen zu haben. Und eben auch nochmal. Und jetzt bist du tot. Das ist ja auch interessant. Okay, das finde ich gut. Aber ich meine hier, das ist schon bitter, wenn hier Pseudo... Okay. So, das hier ist alles feindlich. Also wir haben hier Pseudo-Giants, wie wir sehen. Wir haben Bandits, wir haben Military, wir haben Controller, wenn wir Pech haben. Fracture in Dark Valley, ja, da sehe ich's. Wer greift euch an? Bandits. Okay, ja, bitte, bitte, bitte. Und das wird auch von Bandits gehalten? Okay.
Oh, da ist der andere Lurker. Oh, patsch. Okay, Lurker-Gulasch. Hei. Dark Valley, welcome. Und wir haben schon keine Muni mehr, das kann aber wohl nicht wahr sein. Okay, ich sehe schon, das wird... Na, das wird ein Spaß. Okay, ich glaube da... Das war alles ein bisschen zu optimistisch. Ich glaube, wir machen das in zwei Teilen. Die Erkundung von Dark Valley. Nice. Hier ist eine Leiche, wo? Oh, hi. Das war ich aber nicht. So einem alten Ding ziehen wir so viel raus. Wahnsinn. Okay, also dann. Da sind üblicherweise auch Bandits. Kann natürlich sein, dass der gefunkt hat, der war, der hier gerade die Meldung gegeben hat. Der da gefunkt hat, dass der war, den wir da gerade tot gesehen haben. Okay. Meine, wir haben zumindest ein paar... What? Oh, hier ist ein Level-Transition. Gut. Okay. Ich glaube, dass das hier Bandits sind. Moment, sehe ich niemanden, was ich... Okay, da brennt Feuer, das heißt, hier ist irgendjemand. Oh, come on. Oh, come on. Thank you.
Oh, cool. Brauchen wir, glaube ich, nicht, aber gut. Was ist das hier? Ne, brauchen wir auch nicht. Keine MPs, aber immerhin ein paar kupplige Pistols können wir brauchen. Steelwool, Wahnsinn! So, hier ist auch ruhig. Da haben wir die Farm ja zum Glück irgendwie befriedet. Wie es aussieht. So, da waren wir drin. Oh, Boxes. So, jetzt wollen wir mal. Ich glaube, sie despawnen on site, oder? Ist da noch was hinter?
dauert einen Moment, aber dann müssten die eigentlich anfangen, sich mysteriöserweise in Luft aufzulösen. Aber ich glaube, da ist nichts drin. Ja, sie lösen sich. Ja, sie lösen sich auf. Ja. Machen dabei allerdings ein Geräusch, was ich gerne. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob das hier Shelter ist. Das ist definitiv kein Schlafplatz. Aber gut, das ist ja auch nur ein Bandit Checkpoint sozusagen. Das ist eigentlich die Bandit. Uah, da ist was. Oh, mal nicht mosern. Gut. Das haben wir befriedet. Dann ruhig mal ein paar mehr Sachen rumliegen lassen können, die lieben Bandits, aber haben sie offensichtlich nicht. Na gut. Da kommen wir nicht drauf, ne? Nope, ist zu hoch. So, dann haben wir jetzt. Okay, wir uns mal irgendwo hinstellen, weil wir mal ein bisschen nachdenken können. So. Oh Gott, also erstmal haben wir schon wieder zu viel Kram. Aber ich habe immer an einen Rucksack gedacht. Wir können also einen Stash machen. Ich würde sagen, das machen wir mal. Und zwar da, wo wir das Level verlassen wollen. Wir wollen nicht nach Meadow. Welcher DAX? Wo kommen wir da raus? Da kommen wir da raus. Gar nicht wahr, da kommen wir hier raus. Ich meine, wir müssen ja nicht unseren Rucksack opfern. Wir können ja, wir haben hier doch irgendwo. Hier war doch. Ich meine, wir können einfach zum Pseudo-Giant zurück, weil da wird ja jetzt in nächster Zeit kein neuer Pseudo-Giant spawnen. Famous Last Words. Da wird schon kein Pseudo-Giant sein. Naja, nicht wirklich famous, aber typical Last Words for Stalkers. Ich meine, hier können auch immer irgendwelche anderen Heinis rumlaufen. Menschlicher Art. Ist der Dicke da noch oder ist er gespawnt? Despawned. Der war hier, ne? Als wäre er nie da gewesen. Okay. Gut, dann machen wir das jetzt hier zu unserem Stash. Was ist das? Oh, in der Anomaly Map Dead City. Dann gucken wir das doch mal an. Don't go to Dead City, das stimmt. School, Sport Center, Proving Ground, Garden Sprinkles. Okay. Das kann hier bleiben, das kann hier. Die Muni brauchen wir nicht. Falsche Waffe, falsche Waffe, falsche Waffe. Ja, Muni-mäßig. Ne, wo es geht noch. Das kann hier rein, das kann hier rein, wir brauchen nicht 23. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Wir haben niemanden, dem wir hier irgendwas verkaufen können. Pseudogent Hide, die ist nicht schlecht, wiegt allerdings auch wahnsinnig viel. Nee, die ist schlecht. Können hier niemandem was verkaufen, also brauchen wir auch die Patches nicht. Die behalten wir mal, die können wir zum Reparieren verwenden, die will uns ja keiner abkaufen. Oder, ne? Dann gucken wir uns gleich mal an, wie unsere Waffen aussehen. So.
92, da sollten wir mal bei, da müssen wir noch nicht bei. Da müssen wir auch nicht bei. Okay, gut. Also. So. Könnten mal gucken, haben wir hier noch irgendwelches. Also hier haben wir häufig Military, glaube ich. Oder auch Bandits. Also das ist auf jeden Fall Bandit Headquarters. Das ist alles voller Bandits. Wir könnten mal gucken, ob wir an den Stash kommen. Und. Ich will es heute nicht allzu lang machen, weil ich noch anderweitig beschäftigt bin. Deswegen will ich ehrlich gesagt nicht mit dem Sturm auf die Branded Base. Okay. Das nicht machen, weil das wird zu lange dauern. Sicher bin, ob wir das überhaupt schaffen, aber wir zumindest versuchen. Ich meine, es ist ein Headquarters, deswegen das ist halt nicht nur ein Außenposten. Das könnte also ein bisschen trickier sein. Allein schon das, weil da sowas existiert. Ich weiß nicht mal, ob wir hier zu einem Stash kommen. Gucken wir mal. Sind wir mal ganz lalala. Gucken, wie gut die Wache ist. Ich meine, wir können sie sehen. Er kann uns auch sehen. Wir wollten aber immer nur den Stash holen. Wirklich ein Dukos-Shot und eine kleine Bombe. Fantastisch. Ich könnte mir vorstellen, dass der Alarm gegeben hätte, wenn er die Leiche da gesehen hat. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn wir jetzt... Üblicherweise komme ich von der anderen Seite. Aber ich würde sagen, ja, das wird sonst zu lang. Wir werden jetzt noch einen Happen essen. Und machen dann hier beim nächsten Mal weiter. Mit dem Bandit-Hauptquartier. Und dem Rest von Dark Valley. Das werden wir dann hoffentlich in einem Rutsch schaffen. Wir haben ja jetzt ganz gute Vorarbeit geleistet. Und dann schauen wir mal, was mit denen passiert, wenn ich das Safe-Game neu lade. ja, dann sehen wir das nämlich auch mal. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen für heute. Und ja, beim nächsten Mal Bandit Killing. Also bis dahin. Tschüss.